Ja, servus oder moin, wie wir im Norden hier sagen. Ich bin heute mal wieder in Helmstedt. Hier kommt eine Vectrone gefahren. Von Rheintargo. Mit Kesseln. Die Vectrone ist ein Vector Dual Mode, sehe ich gerade. Ja, bin gerade vom Zahnarzt gekommen. Konnte nichts machen. Hab zwei neue Termine bekommen. Ja. Mir ist die Ecke vom Zahnarzt weggefallen, Ecke von der Füllung. Aber heute ging es nicht, da haben wir heute kurz entschlossen hin nach Helmstedt. Und von vorne kommt was Tolles wieder. So, da kommen wir von Delta Rail. Mit 243er. Menge Wind. Das ist richtig stürmisch gerade. Ich habe einen neuen Transport an. Zum Hause Volkswagen. Puh. Ach, der war ein Wind hier, meine Güte. Jo, Grüße zurück. Da kommt DB Cargo. Form einer 152er. Mit Schwerlastwagen. Und von vorne kommt noch was mit Kisten. Der Tag 2, 186 wie es ausschaut. Keine 5 Minuten hier und es brummt hier derzeit. Kommt eine Vectrone. Das ist aber wirklich eine. Das war von Rheintargo. Mit Kesseln. Straße Richtung Braunschweig ist auch schon wieder eingestellt, habe ich gerade gesehen. Da habt ihr in der Aufnahme auch gesehen, dass das Signal auf HP1 stand. Also wird von vorne auch was kommen. In diesem Fall aus Richtung Magdeburg. Diese Kesselwagen, die von der VTG, ETC und so weiter, werden von den Vermieterformen selber gewartet. Die werden nicht in irgendwelchen Ausbesserungswerken oder Reparaturwerken von der Deutschen Bahn gewartet. Meines Wissens jedenfalls nach. Dann schicken wir mal den grauen Kessel nochmal eine gute Fahrt in Richtung Magdeburg. Wo es dann weitergeht, keine Ahnung. Erstmal kann er so bis Magdeburg fahren. Und auch das sieht mir nach einer Vectrone aus. Müsste von der GD Cargo sein. Entweder mit einem Kessel Buntes oder mit Schüttgutwagen.
einer hat aber eine ordentliche Fachstelle gehabt, würde ich mal sagen. Ne? Hat gut gerappelt. Wenn das so weitergeht, bin ich eine halbe Stunde fertig mit dem Material. Schauen wir mal. Da kommen wir heute vor wie im Taubenschlag. Jetzt kommt da eine Vectrone, der Cup Train, mit Kisten oder auch Koffern. Normal sind es Container. Grüße zurück. Ja, jetzt hat er da HP1 gekriegt. Ja, der Zug echt, er wird weiter gestreckt. Oh, Flachstelle. Für den Montag läuft es hier richtig gut. Jetzt nimmt er wieder die Fahrt auf. Na dann, gute Fahrt in Richtung Magdeburg. Der letzte Container war von Hapag-Lloyd, das sah ziemlich neu auf. Ja, wir brauchen jetzt die Kamera gar nicht ausmachen, weil da kommt jetzt was Traxlastiges von vorne, wie es ausschaut. Da kommt einmal schneller Fahrt hier durch. Eine 86er. Mit grauen und blauen und weißen Kesseln in Richtung Braunschweig. Da kommt eine schöne Trax von der HSL mit witterungsbedingten Schüttgütern 185er. Also Schüttgüter hier drin, die halt nicht nass werden dürfen. Das wollte ich damit einfach mal sagen. Von Ost-West Logistik Holland. Sehen alle relativ neu aus. Oder sind neu. Gehen wir zum Magdeburg. Weil der Frau hier radum herkommt, das kommt dort vorne her. Ich zoome mal näher ran. Da ist eine Stoßstelle. Seht ihr so? Da kurz vor dem Signal, 2000 Hertz Magneten. Da ist eine Stoßstelle, da hat das Rabums gemacht. Ja, die Container haben den Frachtverkehr, ob nun zur Schiene, auf der Straße oder auf See, enorm erleichtert. Wenn man alte Filme anguckt, da waren früher Kräne an den Häfen, haben Paletten mit Säcken hochgehoben, wieder abgelassen, wurden einzeln umgeschwenkt beispielsweise. Auch gut zu sehen bei einem oder anderen Bud Spencer-Film. Beispiel bei zwei außer Rand und Band, glaube ich, heißt der. Ja, und für die Lkw-Fahrer ist natürlich so ein Containertransport das Beste, was denen im Grunde passieren kann. Die lasse ich den Container auf dem Auflieger drauf packen, fahren damit zum Zielort
und brauchen sich um das B- und Entladen nicht zu kümmern. Dafür ist halt die Firma verantwortlich, die den belädt oder entlädt. Information zu RB40 nach Braunschweig Hauptbahnhof über Königslutter, Abfahrt 17.13 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Okay, 5 Minuten später, selbst bei Regionalbahn. Gut, das passt. Also wird jetzt aus Richtung Osten, also Richtung Magdeburg, der Richtung, erstmal kein Güterzug kommen. Der IC 2034 nach Norddeich. Etwa 5 Minuten Verspätung. Abfahrtsbefehl vom Zugchef, der hat nämlich das Sagen im Zug. Alle anderen haben nämlich nichts zu sagen. Türfreigabe blockiert und dann geht's los. Endziel ist Norddeich. Da hat er noch einige Meterchen noch zu fahren. Das ist ein IC2 der ersten Generation. Die der zweiten, erkennbar an der 187er, sind problembehaftet. Warum auch immer. Hier haben wir schon nur eine 186er. Wie kam es 186er? Ja, die 185er ist eine Güterzuglok und ja, und die DB brauchte neue Loks im Nahverkehr. Da wurden eine 145er mit einem Nahverkehrspaket ausgestattet. Daraus ist dann die 146 entstanden. Meines Wissens nach, könnte mich gern verbessern. So, aus Richtung Magdeburg kommt wieder was Cargo-lastiges. In Form einer 152 in Doppeltraktion. Ganze Reihe Innofight Hull-Container oder wie die heißen. Und irgendwas kommt jetzt noch aus Richtung Braunschweig. Ich denke mal, wird die, ich wollte gerade RB40 sagen, hier kommt ein IC rein. Dann nehmen wir mit, auch mit aufs Bild ein IC2 der ersten Generation. Der IC 2047 nach Dresden hat Einfahrt. Beziehungsweise, er fährt durch. Er fährt einfach Achtung, durch. Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Ja, liebe Blechelde, das werden wir auch tun. Wir stehen immer im ausreichenden Sicherheitsabstand zur weißen Linie, zum schriftierten Bereich. Was willst du? Da kommt die RB40 mit Doppelstockwagen. Fährt dann bis Burg bei Magdeburg. Ist auch ungewöhnlich, er fährt ja auf HP0 zu mit seinem Nahverkehrszug. Normal müsste es grün sein, hat einer vergessen die Fahrstraße einzustellen. Ja, ob wir es erkennen können, ich zoome mal weiter ran. Hinten ist HP0.
So, RB40 hat wieder Ausfahrt. Stand ja fast 5 Minuten, bis er HP1 bekommen hat. Achtung, Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Ja, wir wissen. So, auf nach Magdeburg. Weil sie fährt noch weiter bei Burg bei Magdeburg. Ja, die gute 140er der heutigen Zeit, der Vectron, so kommt es einem vor. Diesmal ein Vectron von der Captrain mit Walter-Aufliegern drauf. Ja, ein paar Idioten hier müssen auf diesen komischen weißen Balken herumlaufen. Oh, ich verstehe es nicht. Kommt ja langsam mal Fahrt hier rein. Man hat eigentlich HP1. Könnt ihr da schön durchfahren. Aber gut. Grüße zurück. Schön leise rollt er hier durch. Okay, haben wir den Blech irgendwann mal ausreden lassen. RB40 fällt leider aus. Ärgerlich für die Passagiere. Habe ich voll zu Verständnis für. Für die Passagiere. Weil ich eigentlich sagen wollte, jeder Sattelauflieger von Walters hat ein Kennzeichen. Braucht er ja, um hier fahren zu können. Oder auch europaweit fahren zu können. Das Kennzeichen ist auch oben auf der Plane drauf. Ganz oben. Wenn ich irgendwo mal in Ilze mal wieder bin, da gibt es eine Brücke, dann gehe ich da mal hin, wenn so ein Zug kommt und wer davon hat Oma filmen, da könnt ihr es nämlich sehen. Da schleicht sich der Verstärkerzug ein, der RB40. Eigentlich RB40 entfällt ja. Ja, könnt ihr jetzt diesen Verstärkerzug dann ja nehmen. Fährt DB Regio hier mit dem Dieseltriebwagen. War ja DB Regio Ost mit Doppelstock fährt. So, jetzt saß ich hier schon fast über eine halbe, dreiviertel Stunde oben. Nichts passierte seit der Einfahrt der Diesel RB40. Gerade kann man ansagen, es sind Gegenstände auf der Strecke zwischen hier, also zwischen Helmstedt und Braunschweig. Darum kommt hier derzeit auch nichts. Ich warte nur ein bisschen ab und wenn nicht, breche ich hier die Zelte ab. So, ich breche meine Zelte hier ab, kam eine Ansage. Im Helmstedter Bereich sind Personen im Gleis. Es verkehrt kein Zug mehr. Schade. Hat super angefangen. Dann sehr stark nachgelassen. Irgendwelche Bekloppten wieder, die über Gleise laufen müssen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Gleich mal in den Arsch verhauen. Ja,
Ich hoffe, heute hat euch trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal.